Japan musste im Sommer 1943, beziehungsweise eine Runde vorher im Frühling 1943 in alliierten Zug militärischen paar Rückschläge hinnehmen. Fuzhou verloren, Peking verloren. Peking mit den Russen, die sich hier befreit haben und sich zurückziehen konnten. Auch hier mit einer einfachen Landesgrenze, also nur 5 Nachschubeinheiten bezahlt haben. Also ein guter Angriff für Russland. Chinesen hier ein bisschen Glück gehabt, aber können ja nicht sehr viel Kapital draus schlagen. Ziel ist natürlich, Japan ein bisschen Ressourcen wegzunehmen. Aber die Japaner haben jetzt hier eben mit 3 geschenkten zusätzlichen Ressourcen aus Indien, Westindien, Ceylon, haben sie natürlich jetzt hier schönen großen Zuwachs. Wichtig ist jetzt hier in dieser Runde gleich Südindien einzunehmen, sonst würden die Inder hier, weil sie balanced sind, die Hälfte ihres Nachschubs dann auch nach Bombay schicken. Das wäre schlecht. Aber genau für den Zweck nehmen wir jetzt ja Indien ein. Die indischen Truppen fehlen und vor allem der indische Nachschub fehlt. Die Einheiten sind unversorgt in Südindien. Deswegen wird es uns hier möglich sein, die hier zu verdrängen. Wahrscheinlich müssen wir mit allen Einheiten angreifen. Treffer landen werden wir nicht viele, wie ich unsere japanischen Freunde kenne. Aber gut. Ja, die Chinesen hier vorgerückt. Eine Nachschubeinheit in Changsha. Irgendwo sind noch 10. Wahrscheinlich ist in Lanzhou Nachschub. Das wäre schlecht. Dann könnten sich die Chinesen hier retten. Sonst wären sie jetzt hier abgeschnitten. Das müssen wir uns aber mal. Davon müssen wir uns mal überzeugen. Indem wir mal hier einen kleinen Angriff machen. Kostet der eigentlich 2 Nachschub oder 1? 1, glaube ich. Oder 2. Luft über eine große Landesgrenze müsste eigentlich 1 kosten. Okay. Und wir sehen 5 Nachschub in Lanzhou. Das heißt, die Infanterie kann sich nächste Runde hier retten. Ja, und wir müssen überlegen, ob wir mit den schweren Bombern da versuchen, einen Angriff zu machen oder ob wir die schweren Bomber nach Osten abziehen. Ja, Stichwort nach Osten abziehen. Hier ist ein Transportschiff. Der Feind hat Midway eingenommen und mit Flugzeugen besetzt. Ist es für uns angreifbar? Fragezeichen. Wir haben Flugzeuge in der Nähe. Das sind 3 feindliche Jäger. Wir haben 3 Jäger, 3 Carrier Air Groups. Und wenn wir hier einen Luftangriff machen würden mit Bombardement, wäre das Problem, dass die Carrier Air Groups beim Landangriff nur 4 haben. Wenn sie 5 hätten, wäre es gut. Mit 4 muss man aber so ein Flugzeug am Boden erstmal erwischen. 7 Luftangriff, da können wir die Jäger allerdings auch im Luftkampf erwischen. Wir würden unsere Jäger wohl verlieren. Ziemlich sicher. Würden aber gegen die Gegner schon abtauschen, von daher gar nicht der allerschlechteste Deal. Wir haben ein bisschen Produktion dazu gewonnen. Wäre zu überlegen. Deswegen machen wir erstmal Angriff auf das Transportschiff. Das werden wir wahrscheinlich dann nur beschädigen bei maximaler Reichweite hier. Oder wir siedeln den Bomber um. Das ist eine Möglichkeit. Hier rebasen nach Wake Island. Dann von hier aus starten. Ja, beschädigt, aber befördert. So, und dann könnten wir uns jetzt hier den Angriff wohl anschauen, was hier rauskäme. Und wie gesagt, mit. Das ist zu weit. Aber 4, 6 Flugzeugen könnte das ja noch was werden. Theoretisch wäre sogar möglich, hier mit den Trägern vorzufahren, dann gäbe es keinen Malus. Sonst bekommen wir einen Gelegenheitsangriff von den taktischen Bombern und die dürfen uns natürlich dann nicht erwischen. Torpedoangriff von 4, Schiffsangriff von 5 ist aber durchaus gefährlich. Könnten wir nur dann riskieren, wenn wir die auch tatsächlich dann erwischen, die gegnerischen Bomber. 2,47 und wenn wir jetzt noch mit maximaler Reichweite angreifen, 3,18 Verluste, 3,59 Treffer. Das kann gut laufen, das kann jetzt aber auch schlecht laufen. Aber wir haben noch 4 Carrier Air Groups in der Hinterhand. Aufpassen müssen wir allerdings. Der Feind hat seine Carrier Air Groups auch wieder irgendwo, wahrscheinlich hier ganz in der Nähe.
und könnte unsere Flugzeugträgerflotte hier angreifen. Das heißt, eigentlich müssen wir uns hier danach zurückziehen. Am besten hier irgendwie auf die Karolinen oder ähnliches, um hier sicher zu sein. Und dann ist das hier gar nicht der allerschlechteste Angriff. Es ist ein Tausch mit Amerika. Tausch mit Amerika ist nicht unbedingt toll. Aber es sind fast alle Flugzeuge, die Alliierten zur Verfügung haben. Es sind 6 Stück. Wenn wir davon ein paar erwischen, 4 Stück rausschicken und dann eben vom Brett, ist es gar kein so schlechter Deal. Investitionen in Verschlüsselungsmethoden wäre jetzt natürlich hier interessant, aber dafür ist kein Nachschub da. Ganz einfach. So, jetzt sehen wir hier, die Einheiten können sich hier nicht retten. Die nächste Fabrik ist zu weit weg. Es ist auch kein Transportschiff mehr da. Das habe ich gar nicht einkalkuliert. Das heißt, alle beschädigten Einheiten sind damit zerstört. Das rettet uns den Kampf so ein bisschen, sonst hätten wir hier, wo die drei beschädigten Jäger, die waren zu erwarten. Die sind einfach technologisch zu schwach. Gut, dass wir wenigstens die Feinde dann hier zerstört haben. Aber der Angriff ist nicht gut gelaufen. Hat auch zur Folge, dass wir uns jetzt trotzdem zurückziehen dürfen. Ja, wie machen wir es? Wir hätten noch einen Jäger, wir hätten auch noch Carrier Air Groups. Hätten beides noch da. Wenn er jetzt hier mit 2 Jägern angreift, gegen die Carrier Air Groups und den verteidigenden Jäger hier, könnte nicht viel passieren. Das Gefährliche sind aber die feindlichen Träger. Die sind mit Sicherheit in Reichweite. Deswegen müssen wir hier Abstand nehmen. Das Transportschiff lassen wir da, das opfern wir. Ist normal, dass bei den Operationen im Pazifik dann einzelne Schiffe geopfert werden müssen. Das ist hier einfach so. Und theoretisch kann es auch sein, dass wir hier Wake Island verlieren. Aber das wäre nicht so dramatisch. Angriff auf Japan ist unwahrscheinlich. Aber natürlich kann es sein, auch dass die gegnerischen Träger hier in Reichweite von Japan sind. Dann hier auch Flugzeuge angreifen könnten. Das darf man alles nicht außer Acht lassen. Japan einnehmen ist nicht möglich, wegen 5 Populationspunkte, da bekommt man ja immer eine Miliz geschenkt. Da wäre Hokkaido einnehmen oder sowas schon gefährlicher. Aber es gibt ja auch noch eine Infanterieeinheit, die dort gebaut wird. 3 Jäger werden fertig. Okay, die sind alle 3 zum Nulltarif hier in der Reparaturschleife gelandet, das ist gut. Aber die Jäger sind hier nicht die entscheidenden Einheiten. So, unsere Transportschiffe. Ja, da haben wir noch ein U-Boot, ein amerikanisches. Das tut uns nichts. Das hat einen Torpedoangriff von 1. Aber können wir hier transportieren? Ne, können wir nicht. Doch, mit einem Gelegenheitsangriff von 1 passiert nichts. So, haben wir hier genug Nachschub? Haben wir noch nicht. Was machen unsere Transportflotten? Hier Australien ist eigentlich mehr oder weniger erledigt. Hier könnte man Westaustralien noch einnehmen, sollte man vielleicht auch machen. Die Miliz hier von den Gilbert Islands könnte man retten. Aber da ist der Transporter auch in Gefahr. Deswegen retten wir lieber die Transporter gleich. Und lassen nur den einen hier vor Wake zurück. Versorgen wir das nochmal ein bisschen mit Nachschub. Ja, auf maximaler Reichweite darf von mir aus auch so ein taktischer Bomber mal angreifen. Ja, auch wir müssen hier ein Feld zurückweichen. Transporter 21. So. 5 Nachschub ist okay.
Flak können wir hintransportieren. Die Flaks sind nichts wert vom Japaner. Die Träger weichen ein Feld zurück. Aber nicht mit dem Nachschub, den wir gerade hintransportiert haben. Da muss man einfach immer aufpassen wie ein Luchs, sonst macht man sich da viel kaputt in der Logistik. Das ist in Deutschland so und das gilt auch in Japan. So, eigentlich wäre jetzt hier eine Miliz auch schön. Eine Artillerie wäre sehr schön sogar. Ja, Wake dürfen wir eigentlich nicht verlieren. Das ist es uns dann wert, dass wir hier ein bisschen Transportaufwand spendieren. Hier gibt es noch theoretisch Ressourcen. Ja, das, sowas sollte man einnehmen. Wir haben es einfach nur nicht so dick mit Einheiten in dieser Runde. Es ist auch ein Angriff auf Kanton möglich. Rückeroberung von Peking wird dadurch schon schwierig. Ja, das ist alles so eine Sache. Die Carrier Air Groups können wir aufteilen. Wir können auch die strategischen Bomber aufteilen. Okay, das heißt, erstmal Nachschub in Indien. So viel wie nur unbedingt sein muss. Und dann schauen wir mal, was wir da brauchen. Prozent, das ist natürlich gar nichts. Gut, wir werden die Miliz erwischen und mit einem Glückstreffer vielleicht noch eine Infanterie. Und wenn wir den Glückstreffer landen, dann rücken wir hier auch vor, ansonsten nicht. Wäre natürlich schon wichtig, hier vorzurücken. Ich könnte jetzt hier eine Flotte unterstützen, aber auch nur so eine leichte hier. Die Großen sind alle unterwegs. Ja, aber den einen Punkt investieren wir. Und wenn die Flotte nur ein Glückstreffer landet. Wir haben den Bombern supporten hier. Relativ uninteressant. Bringt das viel? Das bringt viel. Warum bringt das so viel? Auf einmal sind wir bei 62% mit dem Bomber. Bei 79%. Okay, das ist mir jetzt nicht klar. Möglicherweise, weil die Miliz. Ja, okay, dann lassen wir den Bomber aber hier vielleicht tatsächlich auch noch teilnehmen, denn es wäre wichtig hier. 82%. Eigentlich sind die Bomber wertvoller im Pazifik. Aber wir haben hier auch noch zwei Stück. Wir haben Carrier Air. Ja, hier haben wir einen taktischen Bomber, der kann sich seine Ziele dann hier mehr oder weniger raussuchen. Wird sich hier für Nordpazifik 26 wahrscheinlich entscheiden, wobei das unnötig ist, dass wir das so machen. Das können wir auch anders lösen. Könnten wir anders lösen, wenn wir jetzt es schaffen würden, die Transportkapazität hier wieder herzustellen. Und zwar den Nachschub hier zurück. Und dann können wir nämlich hierher ziehen. Und dann haben wir hier den ungeschützten Transporter nicht. Dann ziehen wir hier noch hin. So, und dann machen wir es so. So. Das sieht besser aus. So, haben wir hier was zu befürchten von den Marshallinseln. Ein Luftangriff hier auf die Flotte im Nordpazifik ist möglich. Wir könnten ihn verhindern, wenn wir hier die Flugzeuge abheben lassen. Also das eine Flugzeug eigentlich nur. Eigentlich ist es uns aber lieber, die kämpfen am Boden. Machen wir es vielleicht so rum. Und da wäre jetzt echt eine Miliz und eine Artillerie ziemlich cool.
Was ist jetzt kaputt? Okay, über Umwege klappt es dann doch. Nee, wir müssen unsere Flotten hier weiter zurückziehen. Denn die können wir nicht verteidigen. Wir können den Luftraum nicht verteidigen mit Flugzeugen, weil er hier Jäger hat. Und die Schiffe und Jäger, ja, genau. Wenn wir den Luftraum nicht verteidigen können, können wir auch die Schiffe nicht verteidigen. Ganz einfach. Ja, mit maximaler Reichweite darf er angreifen, was er will. Aber mit Zügen in der Reserve darf er das nicht. So, und dann ist das Transportschiff jetzt hier eben geopfert. Aber wir möchten sehr gerne noch eine Artillerie auf Wake Island haben. Ja, kann ich mir fürs nächste Mal vormerken. 4 Artillerie für Japan ist dann doch ein bisschen dünn. Ist ganz angenehm, wenn man ein paar mehr hat. Damit macht man aus so einer Insel nämlich ganz schnell eine kleine Festung. So, die Marshallinseln. Das ist okay so. 3 Nachschub. Ja, da können wir zumindest eine Runde operieren. Muss man sich auch immer überlegen, wie man das machen will. Wenn man zu viel Nachschub hinfährt, ist natürlich schlecht, wenn die Insel fällt, dann ist der Nachschub verloren. Wenn man zu wenig Nachschub hinfährt, muss man den Nachschub schnell wieder nachbestellen. Und ja, dazu muss man wieder ein Transportschiff opfern. Also das ist immer so ein Abwägen. So, eine Carrier Air Group. Nein, kein Exit bitte. Eine Carrier Air Group kommt auf jeden Fall. Kommt mehr nach Wake Island. Ja, mit 2 Jägern, das geht. Also, ich könnte hier kämpfen. Jetzt reicht es aber schon wieder nicht mehr. Dann werden wir die Carrier Air Groups verlieren. Das ist schlecht, weil die teuer sind. Wenn die eine angreift, ist in Ordnung. Die kann er von mir aus auch zerstören. Ja, auch nicht so, dass wir keinen Ersatz haben. Okay, dann können wir hier in Bombay angreifen. Yes. Und wir haben es eingenommen. Wir haben sogar alle 3 Einheiten erwischt. Jetzt frage ich mich wirklich, haben die Bomber da jetzt so viel ausgemacht? Gut, wenn man weiß, dass sie in Autohit landen. Die Flotte in Autohit landet gegen eine 1. Okay, das ist sehr glücklich gelaufen. Nächster Autohit. Ne, das war keiner. Das ist dann tatsächlich das Unterdrückungsfeuer schon. Aber gut, okay. Es war sehr glücklich. Und damit ja, sind die Einheiten hier aus Indien mehr oder weniger frei. Die Partisanen können hier in Indien zerlegen, was sie wollen. Es geht viel. Die Gratis-Ressourcen hier sind viel wertvoller. Als die einzelnen Ressourcen in Indien, denn wir haben hier Südostasien, wir haben Australien mit Ressourcen, ja, sind jetzt dann bei einer Produktion von 22, damit kann Japan schon mal ein bisschen was anfangen. Hier ist alles gefallen. Wir wollen, können wir hier aus Rang gut die Amis noch vertreiben. Gibt es auch nochmal 3 Ressourcen, da kann man natürlich nochmal mit Glück eine abgreifen. Das gleiche haben wir hier in Westaustralien vor. Das heißt, wir müssen hier nochmal 2 Nachschub hinbringen. Das ist wirklich Nachschub, enger geht es fast gar nicht. 43 haben wir noch. Gut, der ist auf irgendwelchen Pazifikinseln verstreut. Und wieder keine Ressource bekommen. Ja, die Einheiten hier unten müssen natürlich auch irgendwann mal abgeholt werden. Ja, und was sehen wir jetzt? Jetzt reicht es ja schon eigentlich gar nicht mehr richtig, um noch Einheiten hier nach Kanton zu bringen, das wir nicht verlieren wollen. Nach Shanghai zu bringen. Rückeroberung von Peking ist so gut wie unmöglich. Tja, anspruchsvoll. Also, Kanton. Muss eine Einheit hin. Dann nehmen
hier mal eine Infanterie. Wir könnten auch eine Artillerie nehmen. Naja, eine Miliz nehmen. Ne? Wir nehmen eine Infanterie. So, Shanghai ist sicher. Angriff auf Peking möglich, aber auch nicht zwingend notwendig. Nächste Runde ist immer noch leer, das Feld. Die Mandschurei kann nicht erobert werden. Wir können hier noch einen Bomber abziehen. Aber es ist alles außer Reichweite. Und hier unversorgt irgendwo auf den Bronin Islands landen. Ja, wäre auch denkbar. Wäre in Reichweite von Midway. Aber es ist dann immer so ein Abtauschen. Ein Abtauschen muss nicht unbedingt sein. Okay, dann können wir hier noch das U-Boot angreifen. Oh, wir erwischen es nicht. Warum erwischen wir es nicht? Weil wir bei maximaler Reichweite sind. Das war deshalb. Okay. Aber dann brauchen wir auch den Zug nicht machen. Der macht dann auch keinen Sinn. Gut, restlicher Nachschub. Und das war's auch schon wieder. Ja, alles sehr knapp. Normalerweise hat ja muss hier nicht der Weg nach Indien, nach Australien mitgesichert werden. Und man sieht halt bei Japan immer, dass es eigentlich mit jeglicher Logistik sehr schnell überfordert sein kann. Wir haben jetzt 21 Transportschiffe gebaut. Es ist ordentlich für Japan, das ist nicht wenig. Und eigentlich reichen sie nicht, wenn man ehrlich ist. Und ich wüsste auch keine andere Einheit, von der wir hätten weniger bauen können. Wir brauchen Luft. Okay, jetzt haben wir uns für die teureren Carrier Air Groups entschieden, ja. Wir haben nicht sehr viel geforscht. Eine Stufe Infanterie. Und hier dreimal, vier, fünf Stufen von Carrier Air Groups. Es ist schon was. Mehr darf Japan auf gar keinen Fall forschen. Meiner Meinung nach. Also es gibt auch Gegner, die forschen mit Japan wie wild. Aber das kann unmöglich aufgehen, die Strategie. Also unser Gegner hier, der würde wahrscheinlich mit den Achsenmächten genauso ein Forschungschaos veranstalten. Mit Deutschland vielleicht weniger, mit Japan wahrscheinlich schon. Und das können sie sich nicht leisten. Genau, die Jäger haben keine vier Züge, oder? Nein, drei. So, okay, das heißt, wir halten in dieser Runde nochmal die Mandschurei sicher. Haben zwar Nachschub übrig, können ihn aber nicht südwärts bringen, weil uns die Logistik fehlt. Ja, und deswegen, ich hätte natürlich ein paar schwere Bomber weniger bauen können. Vielleicht würde ich es im Nachhinein auch machen. Ich habe sehr viele schwere Bomber gebaut. Grund, einfach der Torpedoangriff von 4, kombiniert mit der Reichweite von 4, die einfach sehr verlockend sind, die zu bauen. Das ist einfach eine gute Einheit, um hier Seewege zu blockieren mit diesen Inseln und gleichzeitig gegnerische Transportschiffe zu erreichen, die weit weg sind. Andererseits, wenn man sich so auf die Carrier Air Groups fokussiert, wie wir das gemacht haben, ja, dann müssen wir vielleicht einen sauren Apfel beißen und die Reichweite außer Acht lassen. Ein bisschen merke ich schon, dass hier die Reichweite von 2 ein Problem ist, denn von der Insel aus abheben und auf der anderen Insel angreifen, gibt immer einen Modifikator von minus 3 und für den Gegner plus 1. Das merkt man schon. Also der Stand der Technik ist hoch, also man kann die gut erforschen. Alles Paletti. Aber mit einem Jäger kann ich eben abheben mit 0 Zügen und in der benachbarten Seezone richtig vernünftig angreifen. Und das geht mit den Carrier Air Groups hier nicht. Deswegen. Aber die Jäger hier noch mit zu erforschen und die Carrier Air Groups in der Stärke, das ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit für Japan. Damit könnte man jetzt theoretisch anfangen, jetzt wo die Ressourcen da sind. Aber ist halt auch schon spät im Spiel, muss man dazu sagen. Dann doch eher vielleicht die Carrier Air Groups hier noch eine Stufe weiter erforschen. Natürlich auch immer teurer bei jedem Treffer. Aber das ist dann fast sogar schon sinnvoller. Mit 7-7, ja, bräuchte man ja auch schon numerische Überlegenheit, um gegen die Amis was auszurichten. Die haben wir ja normalerweise auch nicht. Normalerweise sind wir total unterlegen. Aber die Alliierten haben ja keine Truppen im Feld, wie wir schon ein paar Mal bemerkt haben.
Okay, dann sind wir nächste Runde hier entlastet, was Landeinheiten angeht und können uns auch, müssen uns hier auch nicht länger von den Chinesen auf der Nase rumtanzen lassen. Hat auch was für sich. Letzter Blick auf die Flotten. Das Transportschiff werden wir verlieren. Und möglicherweise hier eine Flotte, eine kleine, oder ein Transporter, aber wahrscheinlich verlieren wir gar nichts. Wird hier wahrscheinlich gar nicht angreifen, hat auch nur einen Nachschub. Muss den Nachschub wieder bringen, wird wieder Transportschiffe verlieren. 13 Stück. Sehr wenig. Unsere Trägerflotte hier, das vielleicht noch zur Ergänzung, ist für den Feind jetzt hier nicht richtig zu erreichen. Möglich wäre es ja, dass er hier in die Nordpazifik 12 zieht. Allerdings kann er, doch er könnte. Das darf man hier nicht vergessen. Könnte hier reinziehen und könnte dann mit den Flugzeugen die den Nordpazifik 4 angreifen, wo unsere Träger stehen. Das heißt, eigentlich müssen wir sie noch ein Feld weiter zurückziehen. Ja. Gut, dass wir nochmal geschaut haben. Natürlich geht das Gleiche auch hier in der Nordpazifik 5. Da ist es aber einfach nochmal ein bisschen unwahrscheinlicher. Da muss ja unsere Flotte auch erstmal finden. Gut, die Flotte finden, wir können ja hier mit dem U-Boot möglicherweise schaffen, ne? Das U-Boot. Ja, das U-Boot könnte sie aufstöbern. Deswegen muss es eigentlich auch verschwinden. Eigentlich muss das U-Boot verschwinden. Kümmern wir uns nächste Runde drum. Ja, und da wäre es theoretisch möglich, dass er hier angreift. Ja, da wird man hier unsere Träger verlieren. Und wer die Träger erstmal verloren hat, der hat tatsächlich ein großes Problem im Pazifik. Aber es ist natürlich die Frage, wo die Flotte steht. Wenn sie hier in Nordpazifik 18 sehen wir, die haben wir erkundet, da stehen sie nicht. Das heißt, sie könnten hier in der 10 stehen, das glaube ich kaum. Wahrscheinlich eher hier in der 20 oder in der 21. Vielleicht in der 10. Und das reicht nicht. Doch, das würde reichen, um in die 5 hier reinzufahren. Aber da ist er natürlich auch in Reichweite meiner Flugzeuge. Er weiß nicht, wie viele Flugzeuge. Läuft vielleicht Gefahr, hier die Flotten gegeneinander abzutauschen. Er kann nicht genau beurteilen, wie viele Flugzeuge dann da in der Nähe sind. Jetzt sollten wir aus dem Grund tatsächlich mal hier so einen auf einer unversorgten Insel parken. Vielleicht gar nicht so doof. Die sind hier nicht mehr so viel wert. Hier ist sogar eine Luftabwehr jetzt in Ostsibirien. Okay, jetzt, das war's aber. So, die drei geschenkten Ressourcen sind natürlich Gold wert. Die kommen jetzt eben jede Runde dazu. Die Ressourcen können von niemand anders abgegriffen werden. Das wäre jetzt anders, wenn Südindien noch den Alliierten gehören würde. Dann wäre es anders. Und so kann niemand mehr die Ressourcen abgreifen. Und in der nächsten Runde hat sogar Japan noch Zugriff auf eine Ressource aus Südpersien. Wenn ich das hier richtig sehe. Ja. Genau. Dann kriegt Deutschland eine und Japan eine. Jede Runde. Das ist auch fair. Denn die Ressourcen müssen hier ans Straßennetz, ans Schienennetz angeschlossen sein. Und an Indien ist nicht übers Eisenbahnnetz an Russland angeschlossen. Nordpersien schon. Südpersien nicht mehr. Okay, dann haben wir 13 Produktionspunkte. Wir brauchen Nachschub. Wir brauchen 6 Forschungspunkte. Wir bauen vielleicht ein Transportschiff. Die große Flotte brauchen wir ja eh schon nicht weiter. Ist sowieso schon gestoppt. Der Fallschirmjäger. Der ist eigentlich ganz gut. Der gefällt uns eigentlich. Den wollen wir haben. Die Jäger brauchen wir auch, die Flugzeuge brauchen wir. Ein Transportschiff möchten wir gerne. Aber wir können es uns nicht leisten. Wir müssen mit dem Rest Nachschub bauen.
Ja, insbesondere was die Transportflotte angeht, weil sonst ist es vielleicht teuer zu stehen kommen. Wenn wir Glück haben, werden die Transportschiffe nur beschädigt. Das hier wohl kaum. Das wird zerstört werden von dem taktischen Bomber hier. Aber ja, und dann müssen wir eben mit ein paar Schiffen weniger zurechtkommen. Die Transportschiffe brauchen wir, um an die Ressourcen aus Indien ranzukommen. Gut, das eine im Norden brauchen wir nicht, das können wir abziehen. Und ansonsten müssen wir uns dann halt ein bisschen überlegen, wie wir die hier ein bisschen cleverer aufstellen können. Und dass die Provinzen hier chinesisch sind, kostet uns hier natürlich Kapazität, das ist klar. Also vielleicht kann man hier ein bisschen cleverer durch die Philippinen transportieren oder ähnliches. Wir wollen ja auch die Ressource aus Formosa immer schön ernten. Naja, okay. Brauchen wir die drei? Ja, es sollten schon auf Nummer sicher gehen, dass es auf 7-7 ist. Vielleicht könnten wir da was sparen, aber so. Go. Ja, soll der Nachschub in der Mandschurei gebaut werden? Drei Stück. Können auch in Honshu bauen. Bauen wir nur zwei in der Mandschurei. Okay. Und go. So, damit geht's weiter Richtung Russland und Alliierte. Bin gespannt, wie lange unser Gegner hier das noch durchhält in diesem Spiel. Ob er das aussitzt bis 1946 oder ob er vorher vielleicht sagt, es macht eigentlich keinen Sinn mehr. Wird jetzt sicherlich von den nächsten ein, zwei Zügen abhängen. Thank you.